Ihr werdet es sicherlich gesehen haben, Dienstag vor dem Spiel gegen Frankreich, die absolut hirnrissige und lebensgefährliche Aktion von Greenpeace, bei der zwei Zuschauer verletzt wurden. Jetzt kam dazu die sogenannte Entschuldigung eines Greenpeace-Sprechers. Die spiele ich euch jetzt mal ab. Wir bitten um Entschuldigung bei den beiden Personen, die gestern bei der Aktion bei der Allianz Arena verletzt wurden, und hoffen. Ha, welch eine tolle Entschuldigung von diesem Blubberkopf. Denn, sagen wir doch mal ganz ehrlich, das Ganze klingt doch wirklich wie ein übler Hohn und es hätte wirklich noch sehr viel schlimmer ausgehen können. Was hätte der denn wohl gesagt, wenn es wirklich zu Toten gekommen wäre, was ja nicht auszuschließen war? Weiter geht's. Dass es ihnen schon wieder besser geht. Greenpeace steht für friedlichen, gewaltfreien Protest, wenn die. Diese Chaos-Gang steht für friedlichen, gewaltfreien Protest. Deswegen auch diese Aktion natürlich, weil die ja so friedlich und gewaltfrei war. Gab nur ein paar Verletzte und ein paar Menschen mit Todesängsten. Weiter geht's. Ja, die Sicherheit Dritter. Und natürlich auch unsere Aktivistin immer im Mittelpunkt steht. Ja, Wir vor allem gestern. die einen Aktivisten, die einfach wirklich zu dumm sind zum Scheißen. Das hat man gestern gesehen und ich muss einmal eben ganz vorweg gesagt, ich fand Greenpeace früher einmal gut. Es war damals, als wirklich viele Aktionen, zum Beispiel Flüchtlingsrettung war, als wirklich viele Schiffe von Greenpeace die Flüchtlinge aufgenommen haben, fand ich mal gut, aber durch sowas ist das alles komplett wirklich den Bach runtergegangen. Wirklich wahr, solche Idioten. Und ich hoffe sehr, dass Greenpeace in Deutschland verboten gehört. Aber weiter geht's. Er wollte gar nicht ins Stadion. Der Pilot wollte mit dem nötigen Sicherheitsabstand über das Stadion. Eine Lüge sondergleichen. Wo wollte denn der Pilot denn etwa hin? Etwa auf den nächsten Rastplatz ansteuern? Hä? Weil er da so gutes Bier bekommt oder was? Stadion schweben lassen. Es ist absoluter Schwachsinn. Kompletter Schwachsinn. Jeder weiß, was bei einer solchen Aktion passieren kann. Jeder normal Denkende. Greenpeace, da ist natürlich nicht normal denkend. Das haben die jetzt nun gezeigt. Weiter geht's. Mit einer Botschaft an Volkswagen, einen Hauptsponsor, und der Forderung, dass die schneller aus der Produktion klimaschädlicher. Polizei ist halt da draußen. Wahrscheinlich suchen die gerade diesen Greenpeace-Aktivisten und die Idioten, die das wirklich zu verantworten haben. So, weiter geht's. Diesel und Benziner aussteigen. Und es gab ein technisches Problem. Es gab ein technisches Problem, wahrscheinlich das technische Problem bei den Idioten im Hirn, dass man eine solche Aktion überhaupt gestartet hat. Weiter geht's. Während des Überflugs die Handgassteuerung dieses Elektroparamotors hat versagt, und dadurch, dass es keinen Schub mehr gab, hat der Schirm dann plötzlich an Höhe verloren. Das Ganze klingt wirklich wie aus dem Musterbuch für Lügen. Ne? So muss man das mal wirklich mal sagen. Erstmal ganz ehrlich, bevor eine Aktion, wo eine Technik gebraucht wird, wo technische Hilfsmittel gebraucht werden, bevor sowas überhaupt gestartet wird, da sorge ich doch dafür, dass nichts Unvorhergesehenes passieren kann. Da sorge ich doch dafür, dass sämtliche Techniken doch einwandfrei funktionieren. Dann, wenn ich ein, bevor ich ein Fußballspiel stattfinden lasse, dann sorge ich doch dafür, dass der Platz in einem guten Zustand ist. Und dann sorge ich doch dafür, wenn sowas passiert, dann muss ich doch dafür sorgen, zum Beispiel, wenn sowas passiert, dann muss ich doch dafür sorgen, dass die Technik doch gut funktioniert und nicht, dass so etwas passiert. Wenn sowas gewesen ist, wenn sowas passiert, ja, schon wieder hier Polizei. Ja, die suchen den wahrscheinlich jetzt. ja, Scherz beiseite. Aber solche
Aktionen sind wirklich nicht hinzunehmen und ich hoffe sehr, dass Greenpeace verboten wird und dass derjenige, der das gemacht hat, dass der mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft wird. Machen wir jetzt mal weiter, was der Knabe noch zu sagen hat. Der Pilot hat dann das Drahtseil im Dachaufbau der Allianz Arena gestreift und musste deshalb notlanden und konnte nicht mehr anders als auf dem... Leute, ich glaube, den Rest ersparen wir uns, denn das sind alles nur pure Lügen. Lügen. Ich kann nur eins mal sagen. Greenpeace, shame on you. Und ich wünsche allen, die das erleben mussten, von ganzem Herzen, dass sie das Erlebte verarbeiten. Und ich wünsche natürlich auch den Verletzten gute Besserung. Also.